Willkommen zurück zum Let's Play von Macht. Vielleicht hört man es mir ein bisschen an, ich bin ein wenig erkältet. Das ist auch der Grund, warum in den letzten Tagen keine neuen Let's Plays von mir hochgeladen wurden, weil es mit der Stimme einfach nicht mehr so hingehauen hat. Jetzt denke ich, ist es einigermaßen wieder okay und ich wage mich wieder ins Geschehen von Macht. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich wollten wir die Kiste im Kronwäldchen öffnen. Bin auch schon auf die Weltkarte gegangen, wie ihr seht, und hab gespeichert. Jetzt sind natürlich alle Monster wieder da. Und das heißt, wir werden jetzt unseren Weg uns wieder freikämpfen und dazu noch ein wenig Erfahrung sammeln. Ich habe im Übrigen mit Irresolute Warrior kurz per E-Mail geschrieben und er sagte zu mir, natürlich erstmal, dass er das toll findet, dass hier ein Let's Play von seinem Spiel hochgeladen wird. Das freut mich auch, wenn man da die Unterstützung des Entwicklers noch mit hat. Weil es ist ein bisschen blöd, wenn man das Spiel Let's Playt und der Entwickler hat da was dagegen. Aber das hat sich jetzt erledigt, weil Irresolute Warrior findet das gut, dass sein Spiel Let's Playt wird. Er freut sich darüber und ich freue mich auch. Vor allen Dingen, dass ich das Spiel weiterspielen kann, weil es macht mir ziemlich Spaß. Und jedenfalls meinte Irresolute Warrior zu mir, dass man die Welt, also ihr wisst schon, die Welt mit dem furchtbaren Namen, also für mich, dass man die nicht Propheka ausspricht, sondern, ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, Propheza, also mit einem, oder Propheza oder irgendwie sowas, mit einem scharfen S anstelle des Cs, meinte er. Wenn es jetzt falsch ist, lieber Irresolute Warrior, melde dich nochmal bei mir. Vielleicht sprichst du es selber mal und schickst es mir, damit ich es in Zukunft richtig mache. Okay. Ja, soweit davon. Und wir haben gerade ein Level gekriegt. Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Du hast Level 3 erreicht. Deine maximale MP ist um 4 gestiegen, deine maximale MP ist um 2 gestiegen. 3 Talentpunkte erhalten. Und ein Wespenstachel von unserer Quest. Apropos, Irresolute Warrior riet mir auch, öfters im Offplay Sachen zu erledigen. Da er meinte, dass man in Macht ziemlich viel Zeit mit Gegenstände sammeln und dem Reden von mit Dorfbewohnern verschwenden, in Anführungszeichen natürlich, wird. Und dass ich da vielleicht ein bisschen im Offplay immer weitermache, damit die Let's Plays nicht so aufhält. Diesen Ratschlag werde ich, falls es nötig ist, befolgen, lieber Irresolute Warrior. Wir schauen, wie weit wir pro Let's Play kommen. Und ja, schauen wir mal. Wir sind ja recht fix hier im Töten von Monstern. Hey. So, jetzt aber zu unserer Kiste, die wir schon ewig öffnen wollten. Wir haben ja den Schlüssel dazu gefunden, da unten, in dem wir uns in einen Goldfisch verwandelt haben. Ich zeige das nochmal. Blub, blub. Genau hier war der Schlüssel. Moment. Der Blattschlüssel genau öffnet grüne Truhen. Und da diese Truhe eindeutig grün ist, öffnen wir sie jetzt. Endlich. Ah. Ein Körperelixier und Ritzling! Erhalten. Ritzling war, wenn ich nicht alles täuscht, ein Schwert, genau. Das unsere... Hä? Ah, verstehe, es hat weniger Angriff als unser Eisenschwert, hatte für aber eine kürzere Abklingzeit. Ich muss allerdings sagen, dass ich mit der Abklingzeit vom Eisenschwert schon recht zufrieden bin, deshalb lassen wir das angelegt. Zugunsten unseres Angriffs. Und was haben wir gerade noch guten Körperelixier? Verstärkt die Verteidigung ab plus N. Dauerhaft? Denke ich mal. Ja, Abwehr 3 haben wir jetzt. Das ist sehr gut. Schön. Okay, dann machen wir weiter. Denn wir erinnern uns, wir müssen noch in diese Höhle drüben an der Obstlichtung und die Taschenuhr für unseren Freund Rick müssen wir dort herausholen. Und ich glaube, dass hier auch noch... Erstmal müssen wir aber die Füchse töten. Da uns ihr Fell einiges an Geld bringt. Ja genau, diese Truhe meinte ich, die war hier noch. Die holen wir uns gleich.
Ein Lebenselixier und Strahlenkette. Ah, die Strahlenkette, das war eines der Questgegenstände, die versteckt im Wald sind. Beziehungsweise es ist nur das versteckt im Wald. Die anderen beiden müssen wir uns im Dorf besorgen. Wie, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. Jetzt kämpfen wir lieber erstmal unser Leben. Na. Ich hoffe, man hört den Ingame-Sound, weil irgendwie verstellt sich das Mikrofon sehr gerne. Mal ist es sehr laut, der Ingame-Sound und meine Stimme. Mal ist es ziemlich leise, mal ist nur der Ingame-Sound leise. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich denke, im Großen und Ganzen sollte es schon zu verstehen sein, was ich hier mache. Zumindest hört man meine Stimme jedes Mal. Das ist schon mal wichtig, weil wenn meine Stimme nicht aufgenommen wird, das wäre schlimmer, als wenn der Ingame-Sound nicht aufgenommen wird. Also für mich zumindest. Vielleicht ist auch meine Stimme extrem nervig oder so und keine Ahnung, und ihr hört lieber den Ingame-Sound. Wer weiß. Bis jetzt habe ich ja noch nicht viele Abonnenten. 2 Stück an der Zahl. Ich hoffe, es werden mehr. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin sehr optimistisch, dass das wird. So, ab in die Höhle. Was haben wir hier? Hier geht es ganz schön tief runter. Ein Seil wäre vielleicht von Nutzen. Schauen wir uns mal hier drüben. Geld. Das ist schon mal gut. 12 Milas. Und ein Seil glitzert mich an. An das wir nicht herankommen. Vielleicht. Ah! Es war doch ganz nützlich, dass wir den Sprengstoff gekauft haben. So. Und weg war er. Juhu. So, wir sollten uns sputen. Das Video dauert nur noch 3 Minuten. Ich hoffe, die Höhle ist nicht mehr allzu groß. Oh. Auf jeden Fall glitzert sie erstmal schön. Nochmal Geld. 52 Milas. Und ein Ring. Nein, doch, die Taschenuhr. Nicht, kein Ring. Die Taschenuhr. Okay, wir haben die Taschenuhr. Das ist gut. Und was ist das hier? Was ist das denn? Auf jeden Fall versperrt mir dieses Ding den Weg. Sonst gibt es hier nichts Interessantes. Ein alter Bericht der Minenarbeiter lesen. Auch wenn ich kein großer Fan von Büchern bin, lesen wir es trotzdem mal. Erster Tag. Wir haben alle nötigen Werkzeuge nun hierher transportiert. Die Arbeit kann beginnen. Zweiter Tag. Der Boss schien recht zu haben. Diese alte Höhle ist der perfekte Steinbruch. Die erste Förderung betrug 10 Fässer voller Bausteine. Neunter Tag. Die letzte Woche lief reibungslos. Es arbeiten nur noch mehr Männer hier. Und der Ertrag hat sich um etwa 15 Fässer pro Tag verbessert. Zwölfter Tag. Wir haben eine Lohnerhöhung erhalten. Dadurch verbessert sich die Stimmung hier. Doch so langsam, glaube ich, uns gehen die Werkzeuge aus. Ich werde den Boss benachrichtigen. 19. Tag. Heute haben wir eine Art Durchgang freigeschlagen. Er scheint sehr weit in die Tiefe zu gehen. Mal sehen, was der Boss dazu sagen wird. 22. Tag. Heute ist der Boss gekommen, allerdings ohne Werkzeuge. Ein komischer, umhüllter Mann hat ihn begleitet und die Wände abgetastet. Keine Ahnung, was das sollte. 23. Tag. Der umhüllte Mann, der den Boss begleitet hatte, ist hier geblieben. Nachdem er ganze 5 Stunden in den Durchgang war, kam er keuchend zurück. Irgendwie fuchtelt er mit den Händen herum und sprach seltsame Worte. Seitdem schwört diese lila Flamme vor dem Durchgang, die jegliches Passieren unmöglich macht. Der umhüllte Mann sagt jedoch kein Wort. 24. Tag. Dieser verfluchte Kerl hat meine Männer getötet. Ich war gerade kurz weg und als ich wiederkam, lagen sie tot auf dem Boden. Nur der umhüllte Mann stand zitternd in der Ecke des Schachtes und starrte mich entgeistert an. Ich habe ihn erledigt für das, was er getan hat. Was immer hier los war, ich... Hier hört der Bericht auf. Auf der letzten beschriebenen Seite sind getrocknete Blutflecken. Was ist hier passiert? Das möchte ich auch gerne wissen. Ja, die Flamme hat jetzt immer noch nicht mehr zu sagen. Dafür habe ich was zu sagen. Und zwar bis zum nächsten Video. Ich mache gleich weiter. Schließlich habe ich ein bisschen was nachzuholen. Und ja, wir sehen uns gleich. Ich laufe schnell aus der Höhle noch raus. Und ja, wir machen gleich weiter. Mit Macht von Irresolute Warrior. Euer Nonsense RPG.